Nee, das hier in McDonald's statt. Okay. Hallo, schönen guten Morgen. Ich hätte gern einen Big Mac, eine große Cola und eine große Pommes. Okay, Sie sind hier aber nicht bei McDonald's, ja? Ach so. Oh, dann habe ich mich wohl verfahren. Kevin? Kevin? Kevin, ich kann dich nicht hören. Kann mir den mal jemand live schalten? Lecker, wir sind schon auf Sendung. Moin Leute, ich bin's, euer Eckhard Schmierig, hier von der Hochschule Ansbach, die kürzlich 20 Jahre alt geworden ist. Wir werden heute ein paar Studenten befragen und deswegen stehe ich hier auch schon am Parkplatz. Kann ich mich kurz bei dir reinsetzen? Kann mein Kameramann auch mit rein hinten. Was machst du hier? Studieren. Fühlst du dich eigentlich sicher hier auf dem Parkplatz? Ja, schon, weil mit der Karre will eh keiner was machen. Und bist du heute mal rechtzeitig gekommen? Immer. Und ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt, dass ich überhaupt reinkomme. Hast du schon mal versucht, was zu bestellen vorne? Big Mac oder so? Nee. Ich muss mal probieren. Okay. Klappt eh nicht. Die Massen an Studenten strömen jetzt langsam Richtung Herz der Hochschule. Ich werde jetzt einfach mal einen verfolgen und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Einen von euch kriege ich noch. Bist du schon im Prüfungsstress? Müsste langsam, aber eigentlich noch nicht. Von der Skala von 1 bis 10? 2. Und mit welchem Thema kommst du so gar nicht klar? Messtechnik. Und was da genau? Es geht darum, dass man die ganzen Signale, die im Körper jetzt sind, messbar darstellen kann. Und was ist dein Lieblingsschimpfwort? Schimpfwort? Depp, das kann man für jeden hernehmen. Ja, danke schön. Jungs, wird jetzt auch mal Zeit für einen Kaffee, ne? Falsche Richtung. Verdammt, wusste ich. Moin. Gelfrisur und Polohemd, ich bin BWL-Student. Ja, ein paar gibt's. Ja? Ja. Wäschst du oder wäschst Mutti? Mutti. Hallo, haben Sie kurz Zeit? Nein. Nein, Arschloch. So, Leute, kann ich ja gar nicht ab, ne? Haben Sie kurz Zeit? Nein. Hört sich was Besseres oder was? Bist du schon im Prüfungsstress? Das sollte ich, glaube ich, sein, aber es geht noch. Und gibt es schon ein Thema, mit dem du so gar nicht klarkommst? Ich muss ein E-Book schreiben und habe in 5 Wochen Abgabe und habe noch nicht angefangen. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Oh Gott, ich schimpf gar nicht so viel, fällt mir auf. Arschgesicht? So, jetzt hatten wir unseren Spaß. Jetzt können wir auch mal wieder was Ernsthaftes machen. Ein geiler Typ. Wir stehen hier gerade vor der Bibliothek. Wir gucken uns die Bibliothek jetzt mal an, ob die auch ordentlich und sauber ist oder ob die eben total dreckig und schmierig ist, so wie mein Name. Wenn wir hier die Bücher sehen, natürlich alle nicht vernünftig eingereiht, da sieht alles ein bisschen, naja, aus. Jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Dann stellen wir auch gleich fest, dass das hier auch nicht so sauber ist. Wenn man sich das nämlich mal anguckt, dann sieht das hier eigentlich aus wie im Schweinestall. Das muss man den armen Studenten nicht zumuten. Gerade in der Prüfungszeit kann das hier ruhig ein bisschen ordentlicher sein. Also, dass hier sowas rumliegt, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Die ganzen Bücher hier bringen mich auf eine Idee. Wir testen jetzt nochmal vor... Was machst du denn? Wir testen vor den Prüfungen jetzt nochmal die Toleranzgrenze der Studenten. Dafür brauche ich jetzt erstmal schnell ein Buch. Liebe Kunden, um 17 Uhr beginnt wieder die personallose Öffnung. Keine Digga, ich grad schmierig, ich jetzt dezent genervt. Ich will hier drehen und die labert mich voll. Bist du bereit? Achso, sorry. Ich habe zwar hier schon alle Bücher gelesen, aber das lese ich auch gern nochmal. Der macht mir richtig Konkurrenz, Leo. Wow, ist ein großes Vorbild für mich. Ja. Was für ein Auto fahren Sie denn? Einen Nissan. Also verdient man hier gut? Gut ist relativ zum Leben bereit. Was ist denn Ihr Lieblingsschimpfwort, wenn Sie mich sehen? Tolle Frisur. Wie kriegt man Sie denn zur Weißglut? Ja, wenn man mehrfach nachfragt, ohne auf die vorherigen Antworten einzugehen. Können Sie es nochmal wiederholen? Wenn man einfach mehrfach dasselbe nachfragt, ohne auf die vorherigen Antworten schon einzugehen. Entschuldigung, ich habe gar nicht aufgepasst. Was sagen Sie denn zu der Reife von den Studenten? Das hat in den letzten Jahren schon sehr nachgelassen. Wie kriegt man dich zur Weißglut? Nicht so einfach. Hattest du noch nie? Nur mit meiner Freundin. Genau. Eckart, wir brauchen noch eine Abmord. Wie spät haben wir das denn, Jungs? 17.30 Uhr. Ja, in einer halben Stunde ist Anpfiff. Tolle Hochschule, humorvolle Leute. Jetzt aber los zum Fusi. Auf geht's, Jungs. Komm.